In diesem Video soll es jetzt nochmal um die Umwandlung von Binärzahlen ins Hexadezimalsystem gehen. Ein Abonnent von mir hat mich nämlich gefragt, wie man ohne Hilfe der Übersetzungstabelle, die ich in dem letzten Video, was ich zu dem Thema gemacht habe, hergenommen habe, die Übersetzung vornehmen kann. Du hast natürlich die Möglichkeit, diese Tabelle auswendig zu lernen, das würde ich aber auf gar keinen Fall empfehlen. Viel wichtiger ist, dass du das Prinzip verstanden hast und deswegen werden wir uns jetzt ein Beispiel anschauen, ohne die Tabelle hernehmen zu müssen. Wie auch bei dem Beispiel mit der Übersetzungstabelle erstellst du dir erstmal von rechts beginnend Viererpakete. Das heißt, du hast hier die 0110, als zweites Viererpaket hast du 1100 und als drittes Viererpaket hast du 1010. So, und jetzt gehen wir quasi den Umweg über das Dezimalsystem und wenden den Algorithmus zum Umwandeln von Binärzahlen in Dezimalzahlen an. Und das machen wir für all diese vier Pakete, die wir gebildet haben. Um den Algorithmus anwenden zu können, notierst du dir erstmal die Zweierpotenzen, also 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und 2 hoch 3. Warum gerade diese Zweierpotenzen? Naja, du hast Viererpakete, deshalb brauchst du auch vier Zweierpotenzen. Daraus kannst du dir jetzt so eine kleine Tabelle erstellen, die wir dann auch für die Rumrechnerei später verwenden werden. So, und jetzt notierst du dir unterhalb die Werte der Zweierpotenzen. Also 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4 und 2 hoch 3 ist 8. Du wirst gleich die roten Zahlen mit den entsprechenden Stellen der Viererpakete multiplizieren und diese dann addieren. Das heißt, wir tragen jetzt erstmal das grüne Viererpaket hier ein, also 0, 1, 1, 0 und multiplizieren jetzt 0 mit 1, also 0 mal 1, addieren darauf 1 mal 2, 1 mal 2, addieren darauf 1 mal 4, 1 mal 4 und addieren darauf 0 mal 8, 0 mal 8. Das ergibt 0 plus 2 plus 4 plus 0 und das ergibt 6. Das heißt, das grüne Viererpaket wird im Dezimalsystem zur Zahl 6, im Hexadezimalsystem entspricht das ebenfalls der Zahl 6. Warum ist das so? Nun, von 0 bis 9 können wir die Zahlen direkt übersetzen, weil da haben wir noch genug Ziffern. Ab 10 gehen uns aber die Ziffern im Hexadezimalsystem aus, denn die 10 könnte ja auch einfach die 1 und die 0 als Ziffern sein. Im Hexadezimalsystem ist aber 10 selbst eine Ziffer. Deshalb beginnt man dann dort mit Buchstaben weiterzurechnen. 11 wird dann entsprechend zu B, 12 wird zu C, 13 wird zu D, 14 wird zu E und 15, die letzte Ziffer im Hexadezimalsystem, wird dann zu F. Analog übersetzen wir jetzt das zweite Viererpaket. Wir schreiben uns also auf 1, 1, 0, 0. Auch hier wird jetzt wieder ganz normal multipliziert mit den roten Zahlen. Also 0 mal 1, 0 mal 1 plus 0 mal 2, 0 mal 2 plus 1 mal 4, 1 mal 4 plus 1 mal 8, 1 mal 8. Das ergibt 0 plus 0 plus 4 plus 8 und das wiederum ist 12. 12 haben wir ja gesagt, alles was größer als oder gleich 10 ist, muss dann in Buchstaben übersetzt werden. Und dann sehen wir hier, aha, 12 entspricht C. Genauso gehen wir jetzt beim letzten Viererpaket vor. 1, 0, 1, 0 schreiben wir uns so auf. Jetzt führen wir wieder die Multiplikation durch. Es ist übrigens egal, ob du jetzt hier von rechts oder von links beginnst, denn die Addition ist kommutativ. Das heißt, egal in welcher Reihenfolge du die Summanden zusammenrechnest, am Ende kommt dieselbe Summe heraus. Fangen wir aber auch wieder hier von rechts an. Das heißt, wir haben 0 mal 1. 0 mal 1 plus 1 mal 2, 1 mal 2 plus 0 mal 4, 0 mal 4 plus 1 mal 8, 1 mal 8. Das ergibt 0 plus 2 plus 0 plus 8 und das ist 10. 10 ist wieder größer als oder gleich 10, das heißt, wir gucken hier nach. 10 entspricht der Ziffer A, wir schreiben hier das A hin und das ist unser Ergebnis, AC6. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Wenn du weitere Fragen hast zu diesem Thema oder zu anderen Themen, dann stell sie bitte auf meiner Fragenplattform informatikstudium.net. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.